So, willkommen zurück zu Let's Play Transistor Folge 9. Ich habe hier in der letzten Folge alles gemacht, was ging. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal wieder aus diesem kleinen Paradies zurück. Man muss mich erstmal wieder einspielen. Ein paar Testphasen abgeschlossen und das ausprobieren mit den verschiedenen Fähigkeiten. Okay, back on track. Die Hintertür, so South Frustum Road oder Frustum Road oder wie auch immer. Time to dance. Zeit für einen Tanz. Dug in their heels this time. Junior Cyclone. Ich muss da durch. Ein Dinger kaputt machen. Oh, stimmt, ich würde ihn ja gar nicht übernehmen. Ich möchte ja eher, dass der drauf geht. Keine Fähigkeit verloren. Begrenzer Bonus plus 4. Genau, die Fähigkeit mit dem Hund habe ich ja jetzt nicht mehr drin. Weiß nicht, was ich von dieser Fähigkeit halte. Und die ist eigentlich cool. Das ist auf B. Ich lasse es mal trotzdem so. Ja, komm, gute Zeit. I was just thinking about the first time we went to the canals. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Sachen ich schon übersehen habe. Das sieht echt so hübsch aus, das Spiel. Head on in. Okay, dann mal weiter. Coast is clear. Ein UVC-Terminal. Traverse und Hall. Du
Curzon-Hall abgerissen. Die Verwaltung bemüht sich, das plötzliche Verschwinden des historischen Wahrzeichens von High Rise zu erklären. Gepostet am 27.06.67? 67. Die in stetem Wandel begriffene Fassade von Traverson Hall könnte Geschichte sein, da unabhängigen Berichten zufolge das gesamte Gebäude verschwunden ist. Ein Gebiet von 100 Quadratblocks um den Gebäudestandort herum ist als Offline Pending Investigation, OPI, ausgewiesen worden, während das Gelände von Administratoren gründlich untersucht wird. Sollten Sie Informationen zu diesem Vorfall haben, melden Sie sich bitte bei Ihrer Lokalverwaltung. Kommentar posten. Wenn das hier jemand in der Nähe von Traverson liest, dann nichts wie weg von dort. Red, danke, Ihr Kommentar wird von Freischalter von einem Moderator überprüft. Okay, schreiben kann sie offensichtlich noch, aber reden kann sie ja nicht. Oh, hier geht's. Ah, hier bin ich dahergekommen. Used to be how many good drinking joints here? Caddies. Seaside. Cloud Alley. All shut down. Doppelte Munitionsvorrat. Ah! Die Dinger schießen ja! Ach, das sind ja diese Foto-Dinger. Step back. Den übernehme ich mal, den zerstöre ich. Ganze Gameplay-Idee einfach dahinter. So gut. Das sind so Tentakelviecher wieder. Hier übernehmen wir. Tja, die heilen mich. Ist auch kaputt, das ist gut.
Ah, ich dachte, der ist kaputt. Begrenzerbonus 4%. Stay out of our way. So, dann gucke ich mal, ob hier noch was ist in der Nähe. Ach, hier geht's weiter, oder was? Von wo bin ich denn gekommen? Ich bin von oben gekommen. Geht's hier denn weiter, oder? Ne, hier geht's nicht weiter. Okay, dann bin ich hier schon richtig gelaufen. In der Geschichte tatsächlich immer noch nicht durch. Hier geht's nicht weiter. Übersetzung, stopp. I'll miss this place. Ja. Highways Bezirk. Should be able to get him through here. Ja, komm, Aktualisierungsfunktionsdaten. Nee, keine. Doch hier. They got that loudmouth Tannigan. Figured he retired. Details. Ach, da kommt eine Explosion raus. Okay, passive Slot Effect Upgrades. Rafe Tannigan. Mr. Rafe Tannigan gab das ruhige Leben des Vikares eines Heiligtums auf und wurde aufgrund seiner individuellen Mischung aus Gutmütigkeit und scharfsinnigen Sozialkritik zu einer der bekanntesten alternativen Rundfunkpersönlichkeiten. Die Generationskluft zwischen der alten Garde und der neuen Ordnung überbrückend, bot Mr. Tannigan eine kluge Sichtweise auf die vielen Faktoren an, die die Entwicklung der Stadt beeinflussten. Während eines Treffens mit seinen Zuhörern traf er aber dann auf eine Gruppe von Individuen, die den Verlauf seines Lebens für immer verändern sollten. Aha. Fächerball Wahrnehmung Diskussion 40. Angeführte Gründe, große Ideen, deshalb. Okay. Ein Speicherpunkt war das übrigens. Hope this works. Next up, High Rise. Something's wrong. Get ready. Was? Erstmal. Ah, das macht so eine große Explosion, okay. Heil mich!
hat die Dinger Damage. Alter Lachs. Nein! Wieder eine Fähigkeit verloren. IPv6. Funktion auswählen. Was haben wir denn hier? Get. Magnetisch umordnen. Zwingt ein Ziel näher zum Benutzer hin. Stärker gegen weit entfernte Ziele. Bewirkt, dass die meisten Funktionsziele von ihrer Position wegziehen. Zieht alle Zellen schneller und aus größerer Entfernung heran. Ping, schneller, effizient, verschießt schnell und in gerader Linie kinetische Ladung, verbessert Planungskosten von Turn, beschleunigt die meisten Funktionen. Das ist gut. Ping. Ah, ich habe einen neuen Slot, 2 von 3. Ja, welchen will ich denn? Begrenze auswählen. Benutzerlevel Bonus plus 2. Die Prozesse respawn von Zellen laufen viel schneller ab. Okay, das will ich nicht. Benutzer verliert Zugriff auf 6 Mem oder mehr. Funktionen könnten deinstalliert werden. Ja, dann nehme ich doch lieber das. Almost there. Welcome to High Rise. Ich glaube, ich mache hier mal ganz kurz einen Test. Okay, Test nicht bestanden. Dann muss ich doch wieder umswitchen auf den Fenstermodus. Okay Leute, ich mach kurz einen Cut und dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Ciao!